Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit der Aufgabe von Professor Onei. Hieß Nati nicht auch? Nati nicht auch Onei mit Nachnamen? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Sammel Trollpuppel. Trollpuppel sollten wir eigentlich. Habe ich die nicht? Bekomme ich die nicht bei Dings? Fuchsmeat? Bekomme ich die nicht bei Dings? Bei zu Trotzern? Das richtig nicht? Ich habe das nicht richtig im Kopf, dass das so ist. So, gehen wir mal kurz zu Pippin. Wir haben leider die Kohle noch nicht für seinen Trank. Wir brauchen diesen dringend diesen Trank. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Warte mal. Wo war das doch? Wo habe ich den Trollpuppel gesehen? Hier war es doch. Ach, jetzt kostet mich das so Geld. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. So, damit haben wir den Trollpuppel schon mal. Und jetzt muss ich auf den dividierten Gegner auf die Pulso. Jetzt muss ich jetzt wieder meinen Schrank, mein Moveset ändern. Expelliarmus war das. Confringo. Die Pulso. Lumos brauchen wir jetzt nicht. So. Was habt ihr gesagt? Warte mal, wer war das mit dem Gegner? Leviosa auf ihn. Okay. Wir müssen jetzt uns einen Gegner suchen. Leviosa, Gegner. Und die Pulso. Leviosa und Pinti Pulso brauchen wir. Leviosa und die Pulso brauchen wir. Wieso ist er das? Muss ich für dich auch was für den Pulso? Jetzt muss ich erstmal den Pulso lernen, oder was? Warte mal. Jetzt muss ich gucken, wo lerne ich den Pulso? Wo kriege ich die Pulso? Hier. Es happelt. Es ist alles mit diesem Scheißtrank, oder was? Ernsthaft? Es ist alles mit diesem Dreckstrank zusammen? Ich brauche den fucking Fokustrank. Und nur mein Fokustrank, weil ich das Rezept brauche. Ah, okay. Ohne den Fokustrank habe ich keine Chance, irgendwas zu machen. Ohne das Rezept vom Fokustrank habe ich nichts, keine Chance, um was zu machen. Das heißt, wir müssen doch wieder eine andere Aufgabe angehen. Sobald ich den Fokustrank habe, sobald ich diese 1200 zusammen habe, geht's erst mit der Aufgabe weiter, okay. Also, gut, dann machen wir was anderes. Dann fahren wir auch schon jetzt erstmal eine Runde, Akio. Dann spielen wir erstmal ein bisschen Akio. So, also zurück mit der ganzen Nummer. Ja, es ist gerade alles ein bisschen schwierig. Jetzt ein bisschen eventuell tun. Also ich brauche jetzt die 1200 Galleonen. Ohne diese, ohne das habe ich keine Chance, irgendwas zu machen. So, dann zocken wir erstmal eine Runde. Warte mal, da vorne ist das eine Flurflamme. Ist das richtig? Hier haben wir schon. Moine, Lerner Purit. Was du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Oh ja. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Okay. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Na gut.
Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Okay. Aus dem Handgelenk. Scheiße. Ich verstehe, ja, ich verstehe die Regeln an sich, okay. Ja. Okay. Ein Kinderspiel. Da hat sich wieder 30 geholt, ne? Also müssen wir tatsächlich schon blau, müssen wir wieder blau gehen. Alter! Du bist mir einfach nicht gewachsen. Ja. Es war's eh, weil wir haben nur noch eine Kugel. Der holt auch die dritte auf die drei, auf die Dings. Und damit haben wir da. Übertrifft das mal. Du hast sowieso gewonnen. Mit 90 zu 0. Habe ich etwa gewonnen? Oh ja. Ja, du hast gewonnen. Sieger Akio-Duell, Leander Pruett. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Du kannst mich mal. Eine Runde? Klar doch. Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Darf ich anfangen? So, warte mal. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Oh, ja, ich hab's nicht. Aus dem Handgelenk. Ja, geh mal weg. Das war ein bisschen wenig. Aber mit Punkte. Ein Kinderspiel. Klar, spring zurück. Das war ja unglaublich. 50 reicht aber nicht ganz zum Sieg. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Geil, natürlich. Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Na gut. Akio-Duell. Warum darfst du eigentlich am Anfang? Übertritt das mal. Ja, das war zu weit. Es gibt Schlimmeres. Ja, ich höre das. Es ist super, dass ich das wenig geholt habe. Ja, ich habe geplant, mehr zu machen. Aus dem Handgelenk. Du Sack, Alter. Ja, ernsthaft. Warte mal, der wird jetzt nicht, aber die. Die Runde lasse ich dir. Du Sack, Alter, der gewinnt trotzdem. Ich hätte mehr machen müssen, schneller machen müssen. Um ein paar Galeonen wetten sollen. Ich will dich aber schlagen. Eine Runde? Klar doch. Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. So, zurück. Das Problem, deiner darf ja anfangen. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere.
Ja, na klar. Ein Kinderspiel. 50! Das ist nicht wahr! Voll der Blätter drauf liegen! Nee, das. Ah, das hat er gewonnen, die Runde. Kann ich doch mal resetten irgendwie? Nee, ne? Übertrifft das mal. Ja, die Fresse jetzt, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Klar, fall auf die 10 zurück. Why not? Einfach nicht gewachsen. Ja, ich bin auch nicht kaputt. Ich hab Dreh gefunden. Jetzt soll ich auf 50 kommen. Ich kann auch maximal 50 kommen. Aus dem Handgelenk. Ach, hier. Natürlich fällst du runter im letzten Moment. 14 Punkte habe ich geholt, aber trotzdem. Ich habe 2 Kugeln rausgeholt. Du kannst mich mal, ich schlag dich. Ich bin jederzeit bereit. Irgendwann hätte ich dich. Akio Duell. Keine Runde ist die andere. Akio. Klar, aber treibe. Ein Kinderspiel. Scheiße, das war zu wenig. Also ich hätte auf grün auf loslaufen müssen. Klar, 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 warum war ich? Mein Gott! Du hast gecheatet, Arschloch! Du hast gecheatet! Aber eiskalt! Gewinnt der sagt, du cheatet! Ah, das war jetzt nicht spaßsüchtig. Du cheatest doch! Klar, ey, du cheatest! Ein bisschen daneben. Ja, du cheatest aber! Das ist doch nicht wahr! Der dreht den rum und der geht einmal kurz rum und geht eine weiter, aber bei mir, ich spring immer mal zurück. Glückstreffer. 30 natürlich. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Ja, gegen den scheiß Cheater oder was? Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Na, probier's doch mal. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Ja, mach ihn. Und hör auf zu cheaten. Klar doch! Klar, du gehst natürlich wieder auf die 50. Aus dem Handgelenk, so ganz locker. Geh mal weg, Mann! Das ist doch nicht wahr! Wieso fällt die wieder runter? Vor allem, die stellt sich doch noch eiskalt davor. Ein Kinderspiel. Naja, du cheatest doch eh. Ich hab eh verloren. Und tschüss. Kriegt ihr die abgezogen? Das war ja unglaublich. Die kriegt ihr abgezogen, ne? Die Kugel. Warte mal. Aber versuchen es doch mal. Übertrifft das mal. Wenn ich dem jetzt die Kugel darunter mache und dann auf die. Und dann. Möchte ich mir jetzt die Kugel runterschießen eigentlich? Das hat doch überhaupt nicht geklappt. Der kriegt die sogar noch geschenkt, die Kacke. Ich wollte dem nämlich die Kugel runterwerfen und mir die Punkte holen. Damit hätte ich das Ding gewonnen, aber. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch ein Klar. Runde? Ja, mit zwei
Klar. Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Du Sickel, Alter. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. So. Aus dem Handgelenk. Ja, wie gesagt, ich krieg dich noch, keine Sorge. Natürlich! Ernsthaft! Ernsthaft! Der kriegt ihn nicht dazu, er hat die Punkte nicht bekommen. Klar. Hast du es jetzt? Das ging ein bisschen daneben. Das ging ein bisschen daneben. Ein Kinderspiel. Du schießt doch eh. Das war ja unglaublich. Ja, ich hab doch eh verloren. Wieder Sieger, Makio, du hältst der Leander, ist der Cheater, Leander. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Du cheatest doch sowieso, ich frage was, weil die hat ja jede Runde mindestens 100 Punkte. Du brauchst ohnehin mehr Übung. Ja, ich krieg dich noch, mein Freund, ich krieg dich noch. Cheate mal ruhig deine Runde, komm. Akio-Duell, keine Runde ist wie die andere. Akio. Keine Sorge. Übertrifft das mal. Klar, ich wollte die auf blau setzen. Was mal kriege ich denn scheiß. Die scheiß Dings, ja. Bei dir passiert vor allem nichts. Aus dem Handgelenk. Panni, was sieht bei dir nichts, mein Freund? 0,0. Das war hier schöner gewonnen. 90 hast du, ne? Damit hat er wieder. Also er gewinnt schon wieder. Also ich krieg's nicht. Schade, wenn meine drauf gewesen wäre, ich das Ding gewonnen. Also anders ist es tatsächlich nicht. Er gewinnt mit Neppi schon 60 Punkten, aber gut, ich habe dir noch die Kugel runtergeballert. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Spiel weiter, brauch keine Sprüche. Ich bin jederzeit bereit. Ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen asi. Also ja, für mich ist ein Cheater, aber scheiß drauf. Komm. Keine Runde ist wie die andere. Ja, du gewinnst. Darf ich nicht mal anfangen? Warte. Ja, warte, ich krieg dich noch. Kein Freund, mein Freund. Frage, kriegt der jetzt die Punkte dazu? Der kriegt einfach die Punkte! Ich wollte mich rauswerfen, das war der Gedanke dahinter der Nummer. Aus dem Handgelenk. Du kannst mich schon mit deinem scheiß Handgelenk. Was du noch so mit deinem Handgelenk machst, das will ich gar nicht wissen. Aber so gerade. Ihr habt doch 57 gekriegt! Der geht jetzt auf Ausgleich. Wenn ich jetzt irgendwas an Punkten mithole, habe ich das Ding gewonnen. Ja, mir ist es ja wurscht, ne? Ich muss ja jetzt. Bleib da drauf! Geht auf die 20! Es gibt Schlimmeres. Was? Was? Wo hast du? Hä?
Ich hab doch mehr Punkte gehabt als du! Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch was? Ich hab doch die Punkte gehabt! Ich bin jederzeit bereit. Wo hat denn die scheiß Punkte her? Ich hab doch einfach 100 gehabt! Der hat mir die Kugel rausgeworfen oder was? Womit? Ich war doch auch schon bei 100! Ich hätte das Ding ja nur gewinnen müssen! Ist ja hier ein Typ, der cheatet! Vor allem, der geht dagegen und der springt da. Ich spring da mal hin. Übertrifft das mal. Ja, du kannst mich mal. Du verarschst nämlich die Leute hier. Das ist klar. Geh weg. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das scheiß Handgelenk interessiert mich herzlich wenig. Natürlich. Natürlich. Ich helfe dem auch noch. Das war ja unglaublich. Ich muss ihn ja jetzt über. Ich muss ihn ja, wenn er mich jetzt nicht raus hat, muss ich ja nur übertreffen. Ein Kinderspiel. Er kriegt jetzt. Was? 50? Wo hat der 50 geholt? Wo hat der Sack die 50 geholt? Weil das wird ein Unentschieden werden. Die Runde lasse ich dir. Unentschieden. Immerhin nicht verloren. Ich sag ja, der gefällt, der fudelt bis zum geht nicht mehr, der Sack. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Du kannst mich mal. Ja, du gewinnst. Ich bin jederzeit bereit. Ich muss, wie beim Zauberstabduell, ich muss das irgendwann mal hin. Das ist der Ehrgeiz, diesen Typ nur mal zu schlagen. Akio-Duell. Keine Runde. Ja, Quatsch, woanders. Quatsch mit der Wand, mach weiter. Übertriff das mal. Ja, warte. Könnte klappen. Du Wichser, ich helfe dir sogar noch, den 50 zu kriegen, oder was? Das war ja unglaublich. Ich helfe dem Affen sogar noch, ey. Das war jetzt mal nichts. Weiter 50. Glückstreffer. So, jetzt haben wir nur nichts. Also gespielt. So, er wird den hier spielen. Natürlich geht ihr auf die 50, oder was? Ist das 50? Du kannst mich mit deinem scheiß Handgelenk. Ja, tatsächlich. Also, ich muss jetzt mindestens 30 hinkriegen. 30 heißt grün. Und ich spiele auf 20! Und spiele unentschieden! Mann! Immerhin nicht verloren. Das war zu wenig! Ich helfe dir sogar noch zum Sieg, indem ich deine Kugel auf die 50. Wir hätten um ein paar Galeonen. Oh Mann. Noch eine Runde? Ja, lass mich in Ruhe. Ich bin jederzeit bereit. Ich helfe dir sogar noch. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Na komm. Das ist, sag ja, der kloppt dagegen und der springt in die vor 30. Okay. Der hat die nicht gibt's. Ja, weil das ist doch nicht wahr. Du cheatest doch, du stehst hinter mir und ziehst doch mal, ne? Ja, so, das ist nicht. Das mal. Du hast eh gewonnen schon. Wenn jetzt der 50er, ich muss ja 250er jetzt spielen sogar. Steh mir mit dem scheiß Schädel von der Tür. Das war's. Och Mann. Du bist mir einfach nicht gewachsen. Ja, du gehst mir auf den Sack mit deinem Scheiß, ey.
Boah, da kannst du Stochen hin. Ich bin der coole Leander aus dem Handgelenk. Ich bin hier. Und dann spiele ich auf 20. Sag ja, bei ihm springt er auf die nächste Höhe. Bei mir rückt er einfach, springt er einfach komplett zurück. Ich sag ja, bei mir cheatet. Das ist ein scheiß Cheater. Wir hätten um Galleon wechseln sollen. Echt? Noch eine Runde? Ja. Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Ich sag ja, das ist ein Cheater. Das ist nichts anderes als ein Drecks-Cheater, der Typ. Akio-Duell. Eine Runde ist wie die andere. Ein Kinderspiel. Aus dem Handgelenk. Und da spielt ja 50 natürlich, ne? Der Sack. So, da gehen wir einfach mal auf 50. Das war ja unglaublich. Übertriff das mal. Oh, keine Sorge. Ja, ich hab, du stehst auf 0, du Sackjunge. 50 zu? Gar nicht übel. Ja, 50 zu 70. So, jetzt mal gucken, was er kriegt. Du gehst auf 30, okay. Aus dem Handgelenk. Ja, ja, das Handgelenk interessiert mich gerade nicht. Du hast 80, ne? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Junge. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab ihn dann aber. Du hast mich besiegt. Jawohl. Ach, Gott sei Dank, ey. Du hattest nur Glück. Oh, sei doch nicht eingeschnappt, mein Freund. Leander, jetzt sei doch nicht so. Also schön, du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7 Mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Tja, du bist halt eine Pfeife. Leander, wie formuliere ich es am besten? Ich sag's einfach. Du bist nicht dafür geschaffen. Das hättest du auch netter sagen können. Aber vielleicht hast du recht. Hättest du mich nicht so provoziert. Du bist gut genug für sie. Hättest du mich nicht provoziert, wäre es mir egal gewesen. Auftrag abgeschlossen. So ein Dreckscheater, Alter. Da trollt er. Gut. Aber es hat lange genug gedauert. So, dann haben wir das auch. Als nächstes können wir hier mal Arresto Momentum angehen, würde ich sagen. Ja. Gut, das hören wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und hier mal Let's Play Hogwarts Legacy.